Ja, 6 Wochen sind vorüber und Mozilla hat die neue Version von Firefox veröffentlicht, Firefox 36. Was dahinter steckt, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Ja, wer die neue Version zum ersten Mal startet, dem wird das erstmal gar nicht auffallen, weil an der Oberfläche ist eigentlich keine Veränderung sichtbar. Nur dieses Infofenster mit der 36 zeigt an, dass sich hier was getan hat. Denn die eigentlich wirklich große Neuerung steckt gar nicht in der Oberfläche, sondern im Hintergrund. Und zwar hat Mozilla die neue Version des HTTP-Protokolls, HTTP 2.0, in diese Version implementiert. Die ist erst vor kurzem, Mitte Februar, verabschiedet worden und verspricht im Großen und Ganzen eben geringere Ladezeiten, weniger Latenzen, geringeren Datenverbrauch und mehr Optionen in puncto Sicherheit. Und das macht sich tatsächlich auch bemerkbar. Wenn man sich die Benchmark-Ergebnisse von Firefox 36 anschaut, dann legt der da ordentlich zu. So holt Firefox im Vergleich zum Vorgänger nochmal kräftig auf und gewinnt in den diversen Geschwindigkeitstests ordentlich an Leistung. Beispielsweise im Peacekeeper-Benchmark fehlt dem Programm am Ende nur noch knappe 20 Punkte auf den ewig ersten Chrome. Und auch in anderen Testsuiten, wie beispielsweise dem Octane-Test, wird der Vorsprung für den Google-Browser deutlich knapp. Spannend ist jetzt natürlich die Frage, wie die nächste Version von Chrome ausfällt und ob das Google-Team da nachlegen kann oder ob Firefox es tatsächlich geschafft hat, seinen ärgsten Konkurrenten in puncto Geschwindigkeit da vom Thron zu stoßen. Abseits der Geschwindigkeitsvorteile, die die neue Version bringt, liegen die Verbesserungen tatsächlich eher im Detail. So bessert Mozilla beispielsweise bei der Synchronisationsfunktion nach. Jetzt lassen sich auch diese gekachelten Vorschaufenster in der neuen Tab-Seite synchronisieren und damit auch auf andere Geräte bringen. Sprich, wenn Sie an verschiedenen Rechnern arbeiten, ist das ganz praktisch. Ihre beliebten Seiten haben Sie da immer griffbereit. Eine weitere, auch ebenfalls kleinere Neuerung ist jetzt die Möglichkeit, dass besuchen Sie eine Webseite wie beispielsweise Computerbild, dann wird in der Suchleiste hier oben ein kleines Plus eingeblendet. Der Vorteil ist, dass ich jetzt direkt aus dem Suchfenster oben rechts auf Computerbild beispielsweise nach verschiedenen Inhalten suchen kann und nicht erst den Umweg über Google oder die Webseite gehen muss und spare mir dadurch einfach einen Schritt. Neu ist ebenfalls die Möglichkeit, dass Sie sich jetzt anzeigen lassen können, wenn ein Update bereitsteht. Normalerweise verhält es sich ja so, dass sich die Updates automatisch im Hintergrund installieren, sobald Sie den Browser neu starten. Wollen Sie aber darüber informiert werden, oh, hier kommt eine neue Version, beispielsweise, weil Sie das Programm selten schließen. Allerdings ist diese Funktion nicht standardmäßig aktiviert. Dazu geben Sie oben in die Adresszeile den Befehl about:config ein. Öffnen die Seite, bestätigen die Sicherheitswarnung mit einem Klick und nutzen die Suchfunktion im oberen Bereich, um nach dem Eintrag App Update Batch zu suchen. Dafür reicht es, wenn Sie einfach Batch eingeben, dann kommt es. Und jetzt müssen Sie den Wert, der hier angegeben ist, auf True stellen. Das machen Sie einfach mit einem Doppelklick. Das war's schon. Jetzt können Sie das Fenster schließen und beim nächsten Update zeigt Firefox jetzt über dem Menü-Button einen grünen Punkt an und bietet dann im Menü selber die Möglichkeit, das Programm neu zu starten und das Update zu installieren. So wissen Sie, okay, jetzt kommt eine neue Version. Eine weitere schicke Neuerung, die es allerdings final noch nicht in Firefox 36 geschafft hat und vermutlich erst in der nächsten Version kommt, ist ein neues Menüfenster. Wollen Sie da schon mal einen Blick drauf werfen, gehen Sie wieder in diesen erweiterten Einstellungsmodus unter About Config und suchen jetzt nach dem Eintrag Browser Preferences in Content. Auch hier müssen Sie wieder mit einem Doppelklick den Wert umstellen und öffnen Sie jetzt das Browser-Menü. Dann ist das nicht mehr in diesem hässlichen Kasten, sondern wird in Tabform, wie man das auch von anderen Programmen kennt, so dargestellt. Wie gesagt, das ist jetzt aber auch noch nicht standardmäßig aktiviert. Das wird wohl erst in einer der nächsten Versionen folgen. Ja, was bleibt am Ende übrig? Schaut man sich die Liste der Neuerungen von Firefox 36 an, dann ist erstmal nichts Weltbewegendes dabei. Aber im Hintergrund haben die Entwickler an einigen Stellschrauben gedreht und das zeigt auch Wirkung, wie die Benchmark-Ergebnisse zeigen. Interessant bleibt, ob das Mozilla-Team den gewonnenen Geschwindigkeitsvorsprung tatsächlich ausbauen und halten kann und damit letztlich auch den Chrome-Browser vom Geschwindigkeitsthron stoßen kann.